Hallo Leute, habt ihr euch schon einmal gefragt, wie es Barty Crouch Jr. zustande gebracht hat, sich ein Jahr lang als jemanden auszugeben, der eigentlich gar nicht war? Getarnt als Mad-Eye Moody gelang es ihm nicht nur, sämtliche Schüler und Lehrer zu täuschen, sondern auch den größten Magier aller Zeiten, Albus Dumbledore. Eine mehr als beeindruckende Leistung, vor allem wenn man sich vor Augen führt, dass der echte Moody und Dumbledore jahrelang gute Freunde waren und sich dementsprechend kennen sollten. Naja, sollte man zumindest meinen. Ein extrem interessantes Thema, welches wir uns heute mal wie gewohnt ganz genau anschauen werden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass viele nach diesem Video anders über den Todesser Barty Crouch Jr. denken werden. Also lehnt euch zurück und viel Spaß mit diesem Video. Wie üblich beginnen wir mal wieder ganz von vorne. Kurz vor Harry Potters viertem Schuljahr auf Hogwarts tüftelte Voldemort den Plan aus, endlich wieder einen eigenen, funktionierenden Körper zu erhalten. Im Groben bestand sein Vorhaben daraus, dass sich sein treuer Diener Barty Crouch Jr. als Mad-Eye Moody getarnt Zutritt zur Hogwarts-Schule verschaffen sollte. Einmal infiltriert, sollte er nicht nur Harrys Namen in den Feuerkelch werfen und diesen damit zum Teilnehmer des Trimagischen Turniers machen, sondern nachfolgend auch dafür sorgen, dass Harry dieses gewinnt. Also gewinnt in fetten Anführungszeichen. So kam es also, dass Barty Crouch Jr. zusammen mit Peter Pettigrew ins Anwesen des mittlerweile pensionierten Ex-Aurors einbrachen, diesen attackierten und infolgedessen entführten. Anschließend verfrachteten sie ihn in eine magisch erweiterte Truhe und entnahmen ihm Haare, um mit diesen den uns allen bekannten Vielsafttrank zu brauen. Ein magisches Gebräu, welches den Konsumenten optisch in die Person verwandelt, dessen Bestandteil, in dem Fall Moodys Haare, beigefügt wurde. Bis hierher ging der Plan Voldemorts also auf. Doch der schwierigste Teil sollte erst noch kommen. Immerhin reichte es nicht aus, einfach nur wie Mad-Eye Moody auszusehen. Barty Crouch Jr. musste sich auch so verhalten und allen Menschen um sich herum vorgaukeln, dass er der echte Moody sei. Nicht nur für ein paar Stunden, sondern über ein ganzes Jahr hinweg. In einem Internat, ständig umgeben von anderen Hexen und Zauberern. Und ja, auch von Leuten, die den wahren Moody mal mehr und mal weniger gut kannten. Beispielsweise Karkaroff, welcher von Moody verhaftet und in Azkaban inhaftiert wurde. Viele kannten ihn aber allein schon aus dem Grund, weil Moody ein berühmter und sehr anerkannter Ex-Auror war, der mehr dunkle Zauberer nach Azkaban beförderte als jeder andere. Auch Moodys, ich sag mal, spezielle Art, welche viele als paranoid abstempeln würden, war allgemein bekannt, auch wenn sie von vielen belächelt und als verrückt abgestempelt wurde. Doch die größte Hürde für Crouchs Täuschungsversuch war wohl der Hogwarts-Schulleiter selbst, Albus Dumbledore. Denn dieser war nicht nur ein begnadeter und hochintelligenter Zauberer, sondern auch ein alter Freund des echten Moodys und kannte daher wohl auch viele Eigenarten seiner Person, weshalb anzunehmen ist, dass es Dumbledore aufgefallen wäre, wenn er diese Eigenarten beim Fake Moody nicht wiedererkannt hätte. Gut, also zuerst einmal muss man sagen, dass Barty Crouch Juniors Performance über das ganze Schuljahr hinweg absolut beeindruckend war. Sein Erfolg nicht nur Schüler und Lehrer, sondern auch Dumbledore bis zum Ende zu täuschen, lässt auf enorme Fähigkeiten seinerseits schließen. Insbesondere, wenn es um seine manipulativen und schauspielerischen Fähigkeiten geht. Doch wenn ihr mich fragt, war dies nicht der einzige Grund dafür, dass Crouchs Tarnung bis zuletzt standhielt. Wir dürfen zum Beispiel nicht vergessen, dass sich Dumbledore und Moody schon längere Zeit nicht mehr gesehen haben. Zumindest nicht ausgiebig, was einerseits bedeuten könnte, dass Dumbledore gewisse Feinheiten seiner Person nicht mehr gänzlich im Gedächtnis hatte, und andererseits konnte er auch davon ausgehen, dass sich Moodys Art über die Zeit vielleicht ein wenig verändert haben könnte. Weiterhin hatte Dumbledore gerade innerhalb dieses Schuljahres gewiss genug um die Ohren, als dass ihm kleine Veränderungen und Details in Crouchs Gebaren aufgefallen wären. Und ich denke, dass es Crouch auch nicht darauf angelegt hat, mit Dumbledore zu interagieren, wenn es nicht unbedingt nötig war, um seiner Rolle gerecht zu werden. Außerdem muss man bedenken, dass es schon ziemlich unwahrscheinlich ist, dass irgendjemand überhaupt in Betracht zieht, dass Moody nicht die Person ist, für die er sich ausgibt. Es erfordert eine beträchtliche Menge an Paranoia, um sich vorzustellen, dass die Person vor einem nicht diejenige ist, die sie vorgibt zu sein.
Wir sehen im Kanon mehrere andere Fälle, in denen eine Person, die unter Vielsafttrank steht, vor anderen seltsame Fehler macht, doch niemand denkt daran, dass sie nicht die Person ist, die sie zu sein scheint. Zum Beispiel, wenn Harry und Ron im zweiten Jahr vor Draco, Crabbe und Goyle imitieren. Oder wenn Harry, Ron und Hermine mit Vielsafttrank ins Zaubereiministerium schlüpfen. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass Dumbledore doch etwas geahnt hat. Hätte er da nicht mithilfe von Legilimentik herausfinden können, dass Crouch dahinter steckt? Naja, anscheinend nicht. Denn Barty Crouch Jr. war selbst ein begabter Oklumentiker und schaffte es im erstaunlichen Maße, seinen Geist nach außen zu verschließen. Nicht mal ein Severus Snape, dessen Fähigkeiten in diesem Bereich wohl unübertroffen sind, konnte seine wahren Gedanken erkennen. Und das will wohl etwas heißen. Doch Schauspieltalent und Oklumentik hin oder her, wenn Crouch nicht in Erfahrung bringt, wie Moody eigentlich wirklich tickt, und zwar im Detail, würde ihm dies auch nicht viel nützen. Doch zu seinem Glück hatte er dafür den besten Lehrmeister ständig abrufbereit an seiner Seite. Nämlich den wahren Alistair Moody. Dieser hockte bekanntlich ein Jahr lang auf dem Boden einer kargen alten Truhe und wurde von Crouch gerade so am Leben gehalten, um einerseits dessen Haare für den Vielsafttrank zu entnehmen und andererseits von ihm zu lernen. Crouch Junior entlockte dem wahren Moody über Monate immer wieder Informationen, um so zu lernen, wie man sich genau verhält wie er. Bedingt dadurch fand Crouch schon sehr früh heraus, dass der wahre Moody niemals aus einem normalen Glas trinken würde, sondern sämtliche Flüssigkeiten über seinen eigenen Flachmann zu sich nahm. Ein Aspekt, der ihrem Plan nur zugute kam, da er so, vor den Augen aller anderen, unbemerkt Vielsafttrank schlucken konnte. Weiterhin lernte Crouch so auch viel über seine Sprüche, seine Manierismen und vermutlich sogar Moodys Beziehung und Geschichte zu Dumbledore. Im Buch heißt es dazu, ich zitiere: Dann packte ich Moodys Kleider und Antiobskuranten zusammen, legte sie zu Moody in den Koffer und machte mich auf den Weg nach Hogwarts. Ich hielt ihn am Leben, dem Imperiusfluch unterworfen. Ich wollte ihn noch ausfragen können, wollte von seiner Vergangenheit erfahren, seine Gewohnheiten erlernen, damit ich sogar Dumbledore täuschen konnte. Ich brauchte auch sein Haar, um den Vielsafttrank zu brauen. Zitat Ende. Doch wodurch fiel Crouchs Tarnung dann letztendlich auf? Nun, er beging einen kleinen, völlig unscheinbaren Fehler. Am Abend nach Harrys Rückkehr vom Friedhof zog der Fake Moody Harry mit sich Richtung Hogwarts und in sein Büro. Nach allem, was an diesem Tag vorgefallen war, hätte der wahre Moody so etwas niemals getan. Es war eine Sekunde der Unaufmerksamkeit, bedingt dadurch, dass Crouch feststellen musste, dass der Plan seines Meisters Harry Potter zu töten fehlgeschlagen war, was er nun selbst korrigieren wollte. Dieser unbedingte Wunsch, Harry zu töten, machte ihn in jenem Moment unvorsichtig und seine Maskerade fiel. Zumindest für Dumbledore, der die Puzzleteile endlich zusammensetzen konnte und die Situation verstand. Früh genug, um Harry noch zur Hilfe zu eilen. Fassen wir also zusammen. Die Tatsache, dass Crouch Junior, Dumbledore und alle anderen so lange täuschen konnte, war eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Crouchs Manipulations- und Schauspieltalent, seine Fähigkeit der Oklumentik und die Tatsache, dass er den wahren Moody als Quelle nutzen konnte, machten seine Tarnung fast perfekt. Womit Barty Crouch Junior eindrucksvoll beweist, dass er ein sehr viel mächtigerer Zauberer war, als viele vermuten. Für diese, wenn auch böse Tat, kann man ihm einfach nur großen Respekt zollen. Denn nicht viele können von sich behaupten, den großen Albus Dumbledore getäuscht zu haben. Das war mein Video zum heutigen spannenden Thema. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und freue mich schon auf all eure Meinungen zu diesem Thema, die ihr mir gerne in Form eines Kommentars unter dieses Video schreiben könnt. Lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, darüber würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, macht was draus und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute!